heute haben wir für euch 13 Bälle am Start. Wir testen diese auf ihre Knuckleball-Fähigkeit. Er kommt einfach besser ins Flattern, sei es beim Rollen. Mit der richtigen Technik fliegt der Ball ziemlich krass. Mit diesem Ball bekommt ihr auf jeden Fall richtig krasse Flatterbälle hin. Gibt's halt noch Diskussionsbedarf, finde ich. Wenn du noch länger laberst, da fällt meine Hand ab. Wenn nicht sogar der beste Ball für Flatterbälle. Und unser Platz Nummer 1 ist... Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind die Freaky Gas und heute haben wir für euch 13 Bälle am Start. Wir testen diese auf ihre Knuckleball-Fähigkeit und sagen euch, welcher Ball der absolute Albtraum für Torleute ist. Dafür haben wir Bälle von 1970 bis 2020 am Start und schauen, welcher unser persönlicher Favorit ist. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wir fangen mit dem Telstar von 1970 an. Zum ersten Mal übernahm die FIFA die Organisation der WM und vergab den Auftrag an Adidas. Raus kam ein Fußball aus schwarz-weißem Leder, der auf die damaligen Schwarz-Weiß-Fernseher, wer hätte es gedacht, optimiert worden war. Mal sehen, wie der Ball 2020 performt. Epische 360-Fahrt. Wie nicht anders zu erwarten war, fliegt und fühlt sich der Telstar wie ein Stein an. Dadurch wird er sehr berechenbar für Torleute, was positiv ist. Das Potenzial für Flatterbälle sinkt aber eher gegen Null, außer man beherrscht die Technik extrem gut. Daher würde ich den Ball eher in die Vitrine stellen. Der Rotero war nicht nur der Spielball der EM 2004 in Portugal, sondern auch einer der ersten Bälle in unseren glorreichen Videos. Dieser Fußball ist erstmals nicht zusammengenäht, sondern thermisch verklebt worden. Das sorgte für eine bessere Haltbarkeit und eine höhere Wasserresistenz. Trotz der neuesten Technik beschwerten sich einige Fußballer über die unberechenbaren Flugeigenschaften. Oh mein Gott, geh doch rein! Der Rotero ist gegenüber dem Telstar angenehmer zum Spielen und trotzdem sehr stabil in den Flugeigenschaften. Daher ist die Einordnung über dem Telstar mehr als verdient, auch wenn der Ball für Flatterbälle weniger geeignet ist. Martin, was ist eigentlich dein Favorit, dein Lieblingsball? Eindeutig der Teamgeist 2006, als die WM stattgefunden hat. War ich 8 Jahre alt, das war auch so die erste WM, die ich halt wirklich mitgekriegt habe, dann noch im eigenen Land. Der Teamgeist hat mittlerweile Legendenstatus erreicht. Nicht nur, weil die WM mit diesem Ball in Deutschland war, sondern weil er auch das Flatterball-Game erst so richtig ins Rollen gebracht hat. Er war 2006 dank der 14 Panels, normal hat ein Ball doppelt so viele, der rundeste Fußball, der bisher produziert wurde. Ich sag auch mit Ansage, da kommt im Teamgeist ein Zückerling. Wie nicht anders zu erwarten war, ist der Teamgeist dank seiner glatten Oberfläche ein sehr guter Knuckleball. Leider sind diese Bälle mittlerweile sehr selten geworden, wer aber noch einen ergattern kann, sollte zugreifen. Logischerweise erklimmt der Teamgeist damit die bisherige Spitze in unserer Bewertung. Schöne Richtungsänderung. So, unser erstes kleines Zwischenfazit. Der Telstar von 1970 ist als Flatterball meiner Meinung nach, und ich glaube, sind wir uns alle einig, ungeeignet. Ja, da schließe ich mich mit dem Rotero definitiv an. Ich denke mal, beide sind bei unserer Knuckleball-Skala eher so 1 von 5. Und mit dem Teamgeist von 2006 haben wir jetzt eigentlich so den ersten Ball, der diese ganze Flatterball-Geschichte ins Rollen gebracht hat. Und der Teamgeist bekommt 4 von 5. Eigentlich auch nur, weil wir wissen, dass es einen gibt, der den schlägt. Der Spielball der EM 2008 erinnert optisch stark an den Teamgeist. Der Europass wurde technisch noch besser gemacht, unter anderem durch die Polymer-Oberfläche. Ich denke jedoch, dass der normale Fußballer kaum einen Unterschied feststellen wird. Der Europass ist identisch zum Teamgeist. Auch wenn einige Torleute wie Peter Cech und Jens Lehmann den Ball für seine irrationale Flugkurve kritisiert haben. Wartet ab, es geht definitiv noch schlimmer.
Der Jabulani ist wohl einer der bekanntesten und spektakulärsten Fußbälle der Neuzeit und vielleicht der Ball, der uns bekannt gemacht hat. Seine Oberfläche besteht nur noch aus 8 großen Panels, dadurch wurde der Ball so rund wie nie zuvor. Er erntete aber auch bei der WM 2010 sehr viel Kritik von Keepern, unter anderem von Buffon und Casillas. Er sah hier auch so gut aus. Alter! Er hat halt 4-mal die Richtung gewechselt. Was man sagen kann, ist, wenn man die Technik besitzt, dann hilft dir der Jabulani auf jeden Fall, nochmal so eine neue Ebene zu finden. Jeder, der mit einem Jabulani gekickt hat, weiß, wie sehr ihn die Torleute lieben. Der Ball hat ein extremes Potenzial zum Flattern. Das schaffen sogar Leute, die die Technik nicht perfekt beherrschen. Daher auch die verdiente Auszeichnung Knuckleball Legend. Nach 2 Jahren Entwicklungsarbeit kam der Tango 12, auf dem der Albert basiert, auf den Markt. Hier wurde die Panelanzahl wieder von 8, wie beim Jabulani, auf 32 erhöht. Außerdem wurde die Oberfläche griffiger. Adidas hat auf die Keeper gehört und hat den Tango 12 aka Albert definitiv entschärft. Besserer Spielball, aber schlechter für Knuckleballs. Im Grunde landet der Ball ganz solide im Mittelfeld. Das war der Ball von der Olympiade 2012 in London, der Albert, auch genannt Prinz Albert. Liebevoll. Und ja, also ich würde ihm jetzt so 3 von 5 Punkten geben. Flattert auch ganz gut, aber ist definitiv nicht so gut für Flatterbälle wie die anderen 2 Kandidaten, die wir noch in der Runde dabei hatten. Ja, also der Europass ist, denke ich mal, unter den Experten auch ganz gut bekannt dafür, aber halt hier braucht man definitiv die richtige und passende Technik für Flatterbälle. Ich würde dem auch fast 3 von 5 geben, einfach weil er für mich so eine Ebene unter dem Teamgeist ist. Gibt es halt noch Diskussionsbedarf, finde ich. Wenn du noch länger laberst, dann fällt meine Hand ab. Du kannst auch schneiden, du Spaß. Ja, aber die Hand fällt trotzdem ab. Ja, und der König dieser Runde und ich glaube auch wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Ball für Flatterbälle, ist immer noch der Jabulani. Der Best, ohne Frage, da braucht man nichts sagen. Von daher denke ich mal, sind hier verdiente 5 Punkte. 5 von 5, genau. Ja. Wir haben Level noch einen in der Hinterhand. Ja, so viel aber das können Level wir euch ist verraten. Halt sehr, sehr hoch für Flatterbälle. Der Torfabrik basiert auf dem Brazuca, dem Spielball der WM 2014. Der Ball besteht auch nur aus 6 großen Panels, die aus 5 verschiedenen Polyurethan-Schichten verklebt sind. Aber bevor wir euch weiter langweilen, gehen wir auf den Platz. Adidas hat es geschafft, dass der Ball noch stabiler und besser fliegt. Torleute werden es lieben, wir als Freistoßschützen müssen aber sagen, dass der Ball okay ist, nicht mehr und nicht weniger. Damit man uns nicht vorwerfen kann, dass wir nur Adidas-Bälle verwenden, hier ein Ball von New Balance. Dieser Ball besteht aus 18 handgenähten Panels, da es sich jedoch um einen Trainingsball handelt, wird dieser sicherlich anders fliegen als die bisher getesteten Spielbälle. Warum? Der New Balance Furon fliegt aufgrund des geringen Gewichts und Luftdrucks deutlich anders als vergleichbare Spielbälle. Als Spielball kaum zu gebrauchen, als Freistoßball ordentlich. Insgesamt aber nur solide. Was ist eigentlich euer Lieblingsball? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Bei mir ist es der Jabulani, weil wir einfach mit diesem Ball auf YouTube eigentlich das meiste erreicht haben. Seit 2018-19 vertreibt Derbystar den Bundesliga-Spielball. Dieser besteht aus 32 Panels und wird von Hand vernäht und nicht komplett verklebt wie die Bälle von Adidas. Ja.
als Spielball überragend, für Freekicks solide. Wer die Technik beherrscht, bringt diesen Ball zum Flattern. Wer nicht, sollte es auch nicht versuchen. So, unser erster Ball der Bundesliga 2015-2016 ist eigentlich ein solider Spielball, mit dem man auch gut nackeln kann. Voraussetzung ist aber hier, und wir waren uns da auch wieder einig, dass man die richtige Technik beherrschen muss. Also ohne Technik wird man ihn nicht zum Flattern bekommen. Der New Balance Furon, der bekommt von mir eine 4 von 5. Man bekommt ihn mit verschiedensten Techniken zum Flattern. Und wenn er dann flattert, flattert er auch relativ heftig, was es für Torhüter natürlich sehr schwer macht, den Ball zu halten. Derbystar 18-19, ein solider Spielball, wie wir auch festgestellt haben, der sogar ganz gut zum Flattern zu bekommen ist, aber auch nur mit der richtigen Technik. Deshalb einigen wir uns auf 3 Punkte. Richtig. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann seid ihr absolut geile Schnittchen. Belohnt euch selber und lasst dem Daumen ein Video nach oben da. Was? Dem Daumen ein Video nach oben? Der Telstar 18 ist an das Retro-Design von 1970 angelehnt. Die Technik bleibt dabei aber nicht retro, denn so wurde das erste Mal ein NFC-Chip in den Ball verbaut. Welchen Vorteil das bringen soll, weiß ich bis heute nicht. Der Telstar ist ein guter Spielball und mit der richtigen Technik bringt man ihn auch zum Flattern. Jedoch würde ich ihn unter dem Teamgeist einordnen, von daher landet der Ball im soliden Mittelfeld. Der neue Spielball der La Liga kommt jetzt von Puma. Dieser besteht aus 18 Panels und hat eine neu entwickelte Schaumunterlage, die die Flugeigenschaften verbessern soll. Da bin ich mal gespannt. Unser Geheimtipp. Der Ball flattert mit der richtigen Technik sehr ordentlich und es kommt tatsächlich Jabulani-Vibes auf. Sowohl bei Feldspielern als auch bei Torleuten. Wenn man bedenkt, dass der Ball noch erhältlich ist, können wir nicht anders als die volle Punktzahl zu vergeben. Der offizielle Champions League Spielball 2020 kommt aus dem Hause Adidas und hat ein leicht verändertes Design im Vergleich zum Vorgänger. Der Ball basiert auf dem Telstar 18, besitzt aber mehr Panels als der Spielball der WM 2018. Wie auch die Jahre davor ist der Champions League Ball sehr gut als Spielball zu gebrauchen, zum Flattern bekommt man ihn aber nur sehr selten. Für die zukünftigen Ronaldos unter euch nicht der perfekte Ball. Der EM 2021 Spielball basiert auf dem Telstar 18 und hat daher einen ähnlichen Aufbau und Panelanzahl. Ansonsten wurde der Ball leicht optimiert, wobei ich weder auf dem Ball noch auf dem Papier richtige Innovationen finden konnte. Boah, geile Runde! Wie auch bei den anderen Bällen davor bleibt sich Adidas treu. Der Uniforia ist ein sehr guter Spielball. Für Freistöße gibt es bessere Bälle. Jedoch kann man auch diesen Ball mit der richtigen Technik zum Flattern bekommen. Solide, aber nicht mehr und nicht weniger. Der Spielball der La Liga von 2019-20 würde ich jetzt sogar persönlich knapp unterm Jabulani einstufen, also auch eine 5 von 5. Auf jeden Fall mit der richtigen Technik fliegt der Ball ziemlich krass. Der Champions League Ball ist für mich seit Jahren einfach der beste Spielball. Kann man mit ihm flattern? Definitiv, wenn man die Technik so richtig beherrscht, so ein Tim beispielsweise. Aber es ist halt nicht ganz so einfach, deswegen würde ich ihn sogar 2 von 5 einordnen. Und unser letzter Ball, das ist der Euro-Spielball 2020, flattertechnisch. Ist drinne. Also ja, ich würde ihn auch ein 3-5 einordnen. Ja, okay. Also für einen modernen Ball auf jeden Fall relativ gut geeignet, aber nicht so gut wie der Puma. Zum Abschluss möchten wir euch noch unsere Top 3 präsentieren. Auf Platz 3 haben wir uns für 2 Bälle entschieden. Der New Balance Furon 2015, der aktuelle Derbystar Bundesliga Ball. Beide haben von uns die Bewertung 4 von 5 bekommen. Kommen wir nun zu unserem zweiten Platz, dem Puma Final Spielball von der aktuellen La Liga Saison 2019-2020. Auch ein super Ball, man kann richtig krasse Flatterbälle damit schießen. Wenn man natürlich auch die richtige Technik beherrscht, dann kommen da auf dem Video richtig, richtig geile Bälle raus. Man muss auch sagen, vielleicht der Überraschungsplatz in dieser Top 3. Definitiv. Ja. Und was halt auch sehr für den Ball spricht, ist der Preis, würde ich sagen. Also so ein Jabulani, den kriegst du auf eBay Kleinanzeigen für 300 oder so. Mhm. Und der müsste ungefähr bei Pipapo 90 Euro liegen. Und unser Platz Nummer 1 ist natürlich der legendäre Jabulani. Mit diesem Ball bekommt ihr auf jeden Fall richtig krasse Flatterbälle hin.
selbst wenn ihr vielleicht die Technik nicht hundertprozentig beherrscht, also für Anfänger auch ein perfekter Spielball. Definitiv. Was man natürlich als Negatives anrechnen muss, der Ball ist so selten geworden, dass es den mittlerweile nur für roundabout vielleicht 250, 300 Euro gibt. Ja. Wie gesagt, unser Tipp ist immer noch der Puma, weil erhältlich und günstiger, aber Platz 1. Definitiv. Also da hat auch jeder von uns so eine emotionale Bindung schon zum Ball, weil man damit irgendwie schon den geilsten Schuss seiner Laufbahn gemacht hat. Nee, man merkt es ja selbst, dass teilweise bei den Abstößen vom Torwart der Ball flattert. Also ja. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Ihr habt was vielleicht mitgenommen, den einen oder anderen Ball neu für euch entdeckt. Jetzt habt ihr einen Überblick über die letzten 50 Jahre Ballentwicklung bekommen. Haben wir einen Ball, den wir hier nicht vorgestellt haben, vergessen? Schreibt es wie immer unten in die Kommentare. Ansonsten lasst uns auch gerne wissen, welcher Ball euer Favorit ist, wenn es um Freistöße und vor allem Knuckleball geht. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuschauen, bleibt wie immer sportlich und bis zum nächsten Mal.